Guten Morgen. Ich dachte, ich mache mal wieder einen Alltagsvlog. Was hast du? Ja. Kannst du machen, ja? Nein. Nein? Genau, ich dachte, ich mache mal wieder einen Alltagsvlog. Und wir starten mal damit, dass ich mir dieses Gruselkabinett hier glätten muss. So sieht die aus. Sehen die aus, wenn ich die nicht glätte. Ein Traum, oder? Darum werden wir uns jetzt erstmal kümmern. So, bam, bam, bam. Die Haare, darum habe ich mich gekümmert. Die erste Waschmaschine läuft schon. Die Rucksäcke der Kinder für den Kindergarten sind fertig. Die Hälfte der Kinder hat auch schon was an. Und jetzt mache ich mir noch schnell was zum Frühstücken. So, ich habe jetzt erstmal das Übliche erledigt. Wenn wir aus dem Kindergarten, wenn ich aus dem Kindergarten wieder zurückkomme, erstmal aufräumen. alles erstmal wieder in einen Wohlfühlzustand bringen. Jetzt warte ich, bis meine Waschmaschine, die erste, gleich fertig ist, dass ich die zweite anstellen kann. Ich habe jetzt gerade noch eine große Tasse Tee gekocht und werde jetzt, während ich meinen Tee genieße, eine Folge meiner aktuellen Serie gucken. Und Achtung, tatsächlich bin ich gerade, also ich hatte das schon lange nicht mehr, dass mich eine Serie so fasst, dass ich abends noch zwei Folgen gucke, nachdem ich eigentlich schon lange ins Bett gehen wollte. Ich gucke The Originals. Habe ich früher nie geguckt, immer mal nur so eine Folge, wenn es irgendwie beim Seppen reinkam. The Vampire Diaries habe ich irgendwann abgebrochen. Ich weiß nicht, in der wievielten Staffel habe ich irgendwann aufgehört, das hat mich genervt. Und weil jetzt, genau, The Originals wurde mir jetzt ein paar Mal bei Netflix vorgeschlagen, weil ich Shadowhunters geguckt habe. Und irgendwie gibt es jetzt auch gerade aktuell ganz neue Folgen. Ich glaube, das ist jetzt schon die sechste Staffel The Originals. Und deswegen habe ich gedacht, komm, fängst du mal an und ich bin echt addicted. Oh mein Gott. Aber mal gucken, wie lange, weil ich habe das jetzt in letzter Zeit oft gehabt, dass ich so 3-4 Staffeln geguckt habe und dann die nächsten, weiß ich nicht, 4-5 nicht mehr. Weiß ich nicht. Also wie bei Arrow zum Beispiel, da habe ich die ersten 3 Staffeln geguckt und es war so ein schönes Finale der Staffel, was eigentlich auch ein super Serienfinale gewesen wäre. Und ich habe jetzt auch null Anreiz, da weiter zu gucken. Also wie zum Beispiel Orange is the New Black habe ich irgendwann aufgehört zu gucken. True Blood habe ich irgendwann aufgehört zu gucken. Also es gibt ein ganz paar Serien, wo ich dann irgendwann keinen Bock mehr hatte so richtig. Und wir gucken mal, wie lange ich bei The Originals durchhalte. Ich drücke mich immer noch davor, die zweite Staffel von Tote Mädchen Lügen nicht zu gucken, weil ich weiß, dass es sehr ans Herz und an die Psyche geht. Und ich glaube, da mache ich mal so, wenn so ein verregnetes Wochenende ist und ich kinderfrei habe, so ein Marathon, dass ich mir das einmal ein Wochenende lang reinziehe und schlechte Laune habe und traurig bin und dann ist wieder gut. Oder ich weiß nicht so recht. Und was ich dann gleich noch als nächstes machen werde, ist die vorangegangene Woche, also während ich das jetzt vlogge, ne, wenn ihr das seht, ist die vorangegangene Woche, habe ich ja eine Meditations-Challenge gemacht und ich war unglaublich überwältigt. Ich hatte dann am Schluss fast 90 Anmeldungen für diese Meditations-Challenge. Mega krass. Und ich habe jeden Tag so, so tolles Feedback bekommen von Tag 1. Mega, mega. Es hat mich so, so, so sehr berührt und es war unglaublich schön. Und habe dann auch während der Zeit ganz viele Fragen zum Meditieren beantwortet. Und was es da jetzt Neues gibt, das erzähle ich euch gleich noch. Aber erstmal kümmere ich mich jetzt um meine Tasse Tee. Das war übrigens die erste Meditation am Montag. Das war die Tee-Meditation, die man jeden Tag einbauen kann, mehrmals machen kann. Mit der Tee-Meditation kann man sich eine wunderschöne Routine schaffen. Um die und die Uhrzeit mache ich meine Tee-Meditation. Das ist immer was sehr, sehr Schönes. Kann ich jedem sehr empfehlen. So. Ich werde jetzt losfahren. Ich muss mein Auto sauber machen. Ich muss das mal aussaugen. Also gefühlt muss man das eigentlich jede Woche machen oder so alle 2 Wochen, weil die Kinder ja immer einen kompletten Sandkasten mit in dieses Auto hineinbringen. Und deswegen mache ich das jetzt schnell. Und dann fahre ich zu meiner Omi Mittagessen. Da habe ich mich einfach mal so heute dazu eingeladen. und ansonsten arbeite ich immer noch auf Hochtouren an dem Kinderbuch. Das ist ja immer so, das ist so das Zweitprojekt zum Zweitprojekt vom Zweitprojekt, ne? Und immer wenn die Zeit knapp war, ist halt das Projekt hinten übergefallen. Und jetzt will ich das endlich fertig kriegen. Ich will das im September fertig kriegen. Und deswegen wird da halt ganz viel Zeit gerade drauf verwendet. Aber ich freue mich auch und ich bin so gespannt, was ihr dazu sagt, wenn es dann endlich fertig ist und wenn ihr es sehen könnt. Ich habe einfach so unglaublich tolles Feedback in den letzten Tagen zu der Meditations-Challenge bekommen. Und es
hat halt so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, dass ich halt zeigen wollte, wie das wirklich in kurzer Zeit mit kleinen Mitteln möglich ist, dass wir als Mamas Meditation in unseren Alltag wirklich einbauen können. Und das muss man einfach erleben, ne, was Meditation mit dir macht. Und das hat, glaube ich, mit dieser Meditations-Challenge sehr gut funktioniert. Und ganz, ganz viele haben immer wieder angefragt, oh, ich weiß nicht so richtig, meditieren, was ich da so brauche, wie ich das mache, wie ich das als Routine in meinen Alltag einbaue. Und deswegen habe ich dazu auch einen Audiokurs gebaut. Einen Audiokurs mit dem Thema Meditation für Anfänger, für Einsteiger. Da geht es wirklich darum, wie kann ich mir da eine Routine schaffen, wie kann ich das in meinen Alltag integrieren. Natürlich sind da auch Meditationen von mir dabei. Da ist auch nochmal so ein bisschen Hintergrundwissen zu Meditation dabei und ganz tolle, interessante Interviews, die auch so ein bisschen motivieren sollen, die auch zeigen, wie wichtig das eigentlich auch wirklich ist. Und diesen Kurs gibt es ab heute, also von Montag bis Freitag, wieder zum Einführungspreis von 9 €. So mache ich das ja immer bei neuen Audiokursen, dass die statt 19 € in den Einführungstagen immer nur 9 € kosten. Und dann habe ich mir noch für Samstag und Sonntag ein spezielles Angebot überlegt. Und zwar habe ich ja jetzt mittlerweile 3 Audiokurse. Und wenn du vielleicht noch keinen der Audiokurse hast und mit dem Gedanken spielst, dann habe ich am Samstag und Sonntag das Angebot, dass man alle 3 Audiokurse in einem Bündel 50% günstiger haben kann. Also normalerweise würdet ihr für jeden einzelnen Audiokurs Samstag und Sonntag 19 € bezahlen, aber wenn ihr alle 3 nehmt, bekommt ihr es halt 50% günstiger. Dazu findet ihr aber auch nochmal alles unten in der Infobox in dem Link. Also wenn ihr den Audiokurs kaufen wollt, den Meditationskurs, findet ihr da den Link und auch zu der Aktion am Samstag und am Sonntag, dass ihr euch das vielleicht in euren Kalender eintragt, dass es da Samstag und Sonntag eine spezielle Aktion gibt. Also ganz, ganz viele, die meinen ersten Audiokurs gekauft haben, haben dann tatsächlich auch den zweiten gekauft. Das freut mich natürlich sehr, weil das zeigt einfach, dass dieses Produkt, was ich da erschaffen habe, dass das genau das ist, was euch hilft, was für den Mama-Alltag halt das Richtige ist. Also kurze Audiodateien, alles kurz, knackig, aber genau das, was ihr wissen müsst, mit ganz vielen Übungen schön angeleitet. Und das freut mich natürlich total. Also wenn ihr da Bock drauf habt, wie gesagt, findet ihr unten in der Infobox einen Link dazu. Etwas, was mir so unglaublich wichtig im normalen Alltag ist und was ich schon versuche, jeden Tag auch zu machen, ist mir so 30 Minuten Mittagspause zu nehmen, wo ich mich in mein Bettchen lege und mir dann irgendeine Meditation, Hypnose gebe, mit einem positiven Touch, sag ich mal. Zum Beispiel eine Hypnose für positive Energie und Zuversicht zum Beispiel. Und danach stehst du wirklich auf und bist so unglaublich energetisch und dir geht es so, so, so viel besser, weil ich glaube, wir kennen alle so dieses Mittagstief und das ist bei mir extrem. Ich verlinke euch mal unten in der Infobox die liebsten YouTube-Videos, die ich da gerne verwende. Und dann probiert das doch gerne mal aus und erzählt mir dann von euren Erfahrungen damit. Also ich kann das nur tausendmal empfehlen. Einfach hinlegen, sich das anhören, dabei einschlafen gerne auch. Du wirst dann aus der Hypnose rausgezählt, das heißt, du wachst dann auch wieder auf. Ihr könnt euch ja aber auch einen Wecker stellen oder so, wenn ihr das Risiko nicht eingehen wollt. Und eine halbe Stunde und es wirkt wie, weiß ich nicht, 4, 5 Stunden geschlafen. Boah, das war wieder so toll. Also das müsst ihr wirklich mal ausprobieren. Das ist schwer zu erklären. Aber diese halben Stunden sehr intensiv bringen mir mehr, als würde ich wirklich, keine Ahnung, 1, 2 Stunden Mittagsschlaf machen. Also probiert es echt mal aus, das ist richtig gut. Wenn ihr davor denkt, boah, ich bin so fertig, ich bin so müde, und dann diese 20 bis 30 Minuten, ihr wacht auf und ihr habt wieder Bombenenergie. Echt, probiert es wirklich mal aus. So, und für mich gibt es jetzt hier auch etwas, was ich täglich mache, bevor ich die Kinder hole. Meine Tasse Kurwach, ne? Bei anderen ist das vielleicht jetzt ein Kaffee. Ein Glas Wasser unbedingt noch dazu. Und das gönne ich mir jetzt noch in aller Ruhe, bevor ich dann die Kinder aus dem Kindergarten abhole. Und ja, habt ihr wieder mal so einen klitzekleinen Einblick bekommen in so einen Alltagsvlog? Schreibt mir gerne, wenn euch irgendwelche Videowünsche oder Vlogwünsche auf der Seele brennen. Ansonsten hoffe ich, dass euch der Vlog wieder gefallen hat. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss!